Ja, hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Und eigentlich wird das Spiel schon zugemacht, weil ich eigentlich aufhören wollte. Aber dann sitze ich so schön im Discord und dann kommt so ein bisschen die Frage auf, ja, Wasser und mein Wasser verdampft andauernd und ja, das ist so ein Thema. Diese ganze Wasserthematik, ich meine, Phasenwechselthematik habe ich ja schon ein Video zu gemacht. Das haben ja viele von euch schon gesehen. Aber Wasser an sich. Ich dachte, ich mache jetzt einfach mal ein Video dazu, wie verhält sich das Wasser in Stationeers? Denn Wasser verhält sich in Stationeers ein bisschen anders als das Gas. Ne, wir haben da ja normalerweise unseren Gastank. Gehen wir rüber. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gebaut habe. Ich weiß es gerade nicht. Ist egal. Aber ich habe jetzt hier einen Gastank und dann sehe ich hier, was für eine Kapazität ich habe. Und ich sehe hier meinen Druck und mein Gas. So, und Liquid habe ich jetzt gerade gar nichts drin, ne? Ist ja halt alles gasförmig. Wenn ich aber irgendwo, ich habe es natürlich jetzt nirgendwo, nö. Wenn ich aber irgendwo jetzt Sauerstoff habe, das flüssig wird, dann würde hier auch Liquid ansteigen. So, bei diesem Tank uncool. So. Beim Wasser. Beim Wasser ist das, gibt es genau das Gleiche hier. Wir haben hier ebenfalls die Kapazität, Liquid und Pressure. Wenn wir jetzt aber Wasser in einen Tank geben, das ist auch egal, was für ein Tank das ist, also es kann so ein Tank da sein, das kann auch dieser Tank hier sein, das ist vollkommen irrelevant. Der Tank selber macht da auch gar keinen Unterschied. Was habe ich denn da drin? Wir kopieren den mal. Setzen den mal hier hin. Nutzen wir gleich noch. Also es macht überhaupt keinen Unterschied. Wenn wir hier jetzt Wasser reingeben, dann hat der Tank erstmal gar keinen Druck. Sondern erstmal ist hier Wasser drin, also Liquid. Somit haben wir hier einfach nur Wasser drin und der Rest von dem Tank, der dann, was weiß ich, nur bis hierhin gefüllt ist, sage ich jetzt einfach mal, der Rest hier oben, der ist Vakuum. Und was wir da dann für eine Problematik haben, ist, dass das Wasser ja auch einen Phasenwechsel hat. Dadurch, dass es sich im Vakuum befindet, wird es dann entsprechend gasförmig, bis es einen gewissen Punkt erreicht hat, einen gewissen Druck erreicht hat. Und dann hört es auf, gasförmig zu werden. Und was hier auch ganz, ganz wichtig zu wissen ist, dass die Kapazität, die man hat, hier im weniger wird, je mehr Wasser ich drin habe. Habe ich hier also 6000 Liter, dann kann ich ja, es gibt ja Formeln dafür, ne? Habe ich ja schon mal ein Video zu gemacht. Man kann ausrechnen, wie viel kann ich jetzt in diesen Tank hier reinbringen, ne? Also wie viel Druck, ne? Oder wie viel Mol, so. Wie viel Mol kann ich hier reinbringen? Und das kann ich ausrechnen. Wenn ich jetzt sage, okay, 6000 Liter, dann weiß ich, okay, ich kann 6000 Liter. Kann ich hier reinbringen? Wie viel Mol sind das? Rechne ich mir aus, pumpe ich da rein, fertig. Wenn ich jetzt aber Flüssigkeit da drin habe, dann verringert sich die Kapazität hier in dem Tank, nämlich die Kapazität für Gas verringert sich. Und zwar hier die Capacity minus das Liquid. Ich zeige euch jetzt einmal kurz, ich werde jetzt einmal Wasser hier in diesen Tank bringen. Dazu brauche ich die Tank-ID. Add Gas, Water und das sind dann 1632940 und wir geben 1000 Mol. 1000 Mol sind übrigens 18 Liter bei 300 Kelvin. Wir nehmen Zimmertemperatur. 300 Kelvin, die werden wir nicht beibehalten, aber das macht nichts. Ich erkläre euch gleich warum. Und jetzt gucken wir uns das Ganze einmal an. Wir sehen, das Wasser wird jetzt flüssig. Wir haben jetzt hier, gerade eben waren 17,6, ihr könnt gerne zurückspulen. 17,6, dann sind es jetzt 17,5, jetzt sind es 17,4. Es wird also immer weniger Liquid, dafür mehr Gas. So, und das liegt jetzt einfach daran, dass jetzt dieses, dass diese Flüssigkeit versucht das Ganze auszugleichen. Sie braucht einen gewissen Druck bezüglich dieses Phasenwechsels, um die Phase nicht mehr zu wechseln. Also wurden jetzt 0,6 Liter des Gases, des Wassers, wurden in Gas umgewandelt. Und damit kann er jetzt seinen Druck hier halten und kann auch, hat jetzt auch wieder Wasser hier drin.
Bedeutet auch, dass die Wasserpumpen, die funktionieren auch anders. Da funktioniert ja auch diese ganze Berechnung auch nicht mehr so wie vorher. Wenn ich jetzt sage, ich möchte das wirklich rein als Wasser haben, müsste ich jetzt hier in diesen Tank zum Beispiel Sauerstoff oder N2 oder irgendetwas mit zupumpen, damit ich das als Gas habe, um diese Druckkompensation zu haben. Und dann habe ich reines flüssiges Wasser da drin. So, was ich jetzt noch für ein Problem hiermit habe, ist, wenn ich jetzt sage ich einfach mal, ich pumpe da viel, viel, viel mehr rein. Ne? Das waren jetzt 1000, aber ich klatsche da jetzt mal 50.000 Mol rein. So, dann seht ihr hier, dass das Gas, was hier drin ist, das tröpfelt hier, es wird also wieder flüssig. Ne? Also, wir haben jetzt viel zu viel Druck hier eigentlich drin. Und jetzt geben wir einfach nochmal 60.000 Mol hier rein, das sind ungefähr 1000 Liter. Ja, also wir sehen jetzt hier, das wird immer weniger, weil er entsprechend weniger Mols benötigt, um den Druck zu halten. Weil wir haben jetzt ja als freie Fläche fürs Gas nur noch 4000 Liter. Und jetzt geht der Druck hier runter, bis er sich eingependelt hat. Und das sieht man einmal hier dran, dass hier diese Tröpfchen sind und einmal, dass hier das Latent, bedeutet den Gaswechsel, den Gasphasenwechsel. Nicht den Gaswechsel, den Phasenwechsel. Ja? Das sagt dieses Latent hier aus. Der kann mir einfach sagen, okay, das wird jetzt hier gerade wandelt sich das um. Ne? So, und die Joule, die geben mir im Grunde an, wie viel. Wie stark das passiert. Ja, ich möchte jetzt gerade gar nicht zu stark drauf eingehen. Es wird, glaube ich, ein bisschen heftig sonst. Mir geht es einfach nur darum, einfach mal so ein bisschen das Verständnis dafür zu bringen, wie viel oder wie geht man mit dem Wasser um. Ihr seht aber, dass sich der Druck hier gar nicht ändert, aber hier der Tank schon ziemlich voll ist. Ich gebe dem Tank jetzt noch mehr. Ich gebe dem nochmal 1000 Liter. Hoppala. Und ihr seht, da passiert jetzt wieder was. Ne? Aber das macht nichts. Ich gebe ihm nochmal 1000 Liter. Und nochmal 1000 Liter. So, und jetzt wird es langsam kritisch, weil wir kommen so langsam an die Kapazitätsgrenze. Und ach komm, weißt du was? Scheiß drauf. 1000 Liter. So, jetzt dürfte der Tank eventuell auch Schaden nehmen. Ja. Na, ihr seht, der nimmt jetzt Schaden, weil wir hier über diese 6000 Liter sind. Ich weiß nicht, wie man da noch mehr reinkriegen möchte. Keine Ahnung, aber es hat zumindest per Cheat funktioniert. Per Pumpe würde es wahrscheinlich auch gehen. Aber darauf müsst ihr achten. Was ist, als wenn ihr zu viel Druck drauf geben würdet? Ich reiß den ab, bevor er mir hier um die Ohren fliegt. Besser ist das. Und das gleiche könnt ihr hier auch machen, in diesen Tank hier. Da könnt ihr genauso Wasser reingeben wie in andere Teile auch. Die anderen Tanks auch. Das wäre 1, 6, 3, 3, 6, 6, 7. Und da geben wir einfach auch das hier rein. So, jetzt haben wir 1080 Liter hier drin. Und ihr seht, da wird auch der Druck aufgebaut. Und was hier passiert, der Tank nimmt null. Also wirklich gar keinen Schaden. Weil so ein Tank, den interessiert das eigentlich herzlich wenig. Wen das am Ende, dass das Wasser ist, wirklich interessiert, das sind die Rohre. Schließe ich da jetzt ein Rohr an, hier, also ne, ein Gasrohr, dann würde mir das Ding hier um die Ohren fliegen, weil ich einfach viel zu viel Wasser da drin habe. Das ist dann der Stresslevel, der steigt dann. Wie genau sich der berechnet, habe ich noch nicht herausgefunden. Da arbeite ich noch dran. Wenn ich das mal herausfinde, dann mache ich da bestimmt ein Video zu. Aber habe ich noch nicht, also kann ich auch nicht viel zu sagen. Aber hier ist es genau das Gleiche. Und dadurch verringert sich auch, wenn irgendetwas jetzt Flüssiges da reinkommt, verringert sich dann entsprechend auch die mögliche Kapazität. Damit erhöht sich dann teilweise der Druck, wenn ihr noch sehr viel Gas in sowas drin habt. Und dann kann es auch gerne mal zu einem Überdruck kommen. Das ist dann natürlich ein bisschen schwierig. Wir werden jetzt einfach mal, just for fun, ich habe es noch gar nicht, oh, ich kann auch den Tank hier nehmen, noch gar nicht probiert. Ich werde mal einfach 5000 Mol in diesen Tank hier bringen an Wasser.
163, 1242. So. Tada. Und ich nehme mir mal Heater. Das sind Liquid, brauche ich. Ein Heater. Und zwar diesen hier. Stecken wir da einfach mal ein paar Heater drauf. Das ist jetzt auch wieder komplett live. Ich habe es null getestet. Und die werden wir einfach mal anschließen, ansteuern. So, und jetzt heizen wir hier. So. Ja, also ich habe wahrscheinlich etwas zu viel genommen. Das heizt sehr, sehr langsam. Sehr langsam. Wir löschen den einmal und stecken neun drauf. Jetzt haben wir da weniger Wasser drin. Jetzt heizt das auch schneller. Jetzt wird es erstmal wieder weniger hier. Liegt also an der Temperatur. Das liegt daran, dass wir hier jetzt gerade Energie entziehen, dadurch, dass es gasförmig wird. Na, weil wenn etwas wenn es gasförmig wird, wird dem Ganzen Energie entzogen. Dadurch wird es dann entsprechend kälter. Aber wir geben ja auch gleichzeitig jetzt Energie hinzu durch die Heater. Wenn wir dann gleich den Punkt erreicht haben, dann wird das Wasser auch komplett gasförmig. Wir haben ja sowieso nicht so viele Moles da drin. Aber dann haben wir halt komplett gasförmiges Wasser in diesem Tank. Und das kann euch dann am Ende auch zum Verhängnis werden, weil ihr seht, wie jetzt der Druck in dem Tank steigt. Immer mehr, obwohl wir eigentlich nur einen Druck von 14 Kilopascal hätten haben sollen. Obwohl wir, obwohl wir vorher, ich fange den Satz jetzt nochmal an. Also das ist ja hier. Okay. Wir hätten 14 Kilopascal Druck haben sollen, mit ganz normalem Wasser drin, bei ganz normaler Zimmertemperatur oder auch anderen Temperaturen, ungefähr 14 Kilopascal Druck, solange es flüssiges Wasser ist, weil sich ein bisschen was zum Druckaufbau in Gas verwandelt. Jetzt kümmern wir uns aber darum, dass alles verdampft und dann haben wir auch schon ja, mehr als doppelt so viel Druck, wie ihr seht. So, jetzt haben wir 101 Grad, alles wird jetzt zu Gas und damit haben wir dann halt entsprechend gleich einen deutlich höheren Druck. Wenn es wieder abkühlt, dann wird wieder einiges zu Wasser und dann hat sich das Ganze erledigt. Ja, und das wird eigentlich so zum größten Teil das Problem sein, wenn man mit Wasser hantiert oder auch mit Gasen hantiert. Und eine Sache, die ich auch noch festgestellt habe, habe ich in meinen anderen Videos, glaube ich, gar nicht gesagt. Es ist so, dass wenn wir Sachen haben, die gefrieren, bei den Pipes, bei den Gaspipes, ist Frieren völlig egal. Wasser ist da interessant und richtet Schaden an. Bei Wasserleitung ist Gefrieren sehr interessant und richtet da nämlich Schaden an. Das ist mir nämlich in meiner Basis passiert. Aus irgendwelchen Gründen ist es gefroren. Ich weiß noch nicht mal warum. Aber es ist passiert und ja, dann ist es mir halt um die Ohren geflogen. Und da müsst ihr auch drauf aufpassen, dass ihr nicht zu viel Phasenwechsel habt, wie jetzt gerade gezeigt, ne, von Wasser zu gasförmig. Weil dieser Phasenwechsel von Wasser zu gasförmig entzieht dem Ganzen Energie, dann gefriert es eventuell, wenn ihr unter 0 Grad kommt. Und wenn das passiert, dann platzen euch die Rohre. Es ist eine ziemliche Schweinerei, also man muss da sehr aufpassen, aber es geht. Also wenn man weiß, wie es funktioniert, dann kann man das machen. So, und im Discord war dann nämlich noch die nächste Geschichte. Die Frage ist ein bisschen aufgetaucht, weil wie viel Wasser kriege ich denn eigentlich aus, was weiß ich, hier diesem Eis, was man da findet, ne? Dieses Wassereis. Das war demjenigen nicht genug. Kann ich verstehen, ist mir auch mal nicht genug, was da rauskommt. Und wir sind da so ein bisschen auf die Idee gekommen, man braucht ja auch sehr viel Wasser für den Komposter.
Und ich wollte jetzt einfach mal mit euch hier zusammen einfach mal ausprobieren, ob das funktioniert, wenn man den Komposter, also das H2 aus dem Komposter vielleicht einfängt und dann das Ganze in Wasser umwandelt. Ne, es gibt ja die, ja, ich sag mal, Elektrolyse ist das nicht, hier die umgekehrte Sache, Brennstoffzelle, dass wir halt H2 in Wasser umwandeln. Da müssten wir eigentlich sogar Strom rauskriegen, oder? Ist das auch ein Generator? Ich weiß es gar nicht. Ich habe die Dinger echt fast noch nie eingesetzt. Also super selten. Vor allem nicht H2 und O2 in Wasserstoff. Wo finde ich die Dinger nochmal? War das Atmospherics? Ich glaube schon. Also auch komplett unvorbereitet. Das wird jetzt mehr oder weniger so ein Science-Teil hier. Electrolyzer H2 Combustor. So, also hier kommt Gemisch rein und dann kommt was raus. Ja. Okay, das werden wir mal so nutzen. Wir brauchen einen Tank, nehmen wir mal so einen hier. Den füllen wir mit Sauerstoff. Der soll einfach den Sauerstoff enthalten. Und wir brauchen einen Tank, der dann später das Wasser enthält. Ja, okay. Und wir benötigen Advanced Composter. Den nehmen wir auch mal mit. Der braucht auch Wasser. Müssen wir also gleich initial ein bisschen Wasser in den Tank laden. Wollen wir testen, ob da Strom bei rauskommt? Ja, komm, wir testen ein bisschen, ob der Strom rauskommt. Wir nehmen noch eine Batterie. Also ich weiß wirklich nicht, ob das Ding hier Strom erzeugt. Ich kann es, also es müsste es ja eigentlich, es ist eine Brennstoffzelle. Es müsste Strom erzeugen. Aber gut, wir werden mal gucken. Wir nehmen hier jetzt mal eine Batterie. Drehen wir mal so rum. Ja. Nur eine kleine, das muss reichen. Und die befeuern wir mal bis zu einem gewissen Grad mit so einem Teil hier. Dann nehmen wir uns ein bisschen Strom. Das braucht man nicht, aber den hier. Ach komm, ist auch egal, muss nicht schön sein hier. Dort muss das ran. So. Und den habe ich angeschlossen, den habe ich angeschlossen. Aber das war es ja eigentlich schon, ne? Ja. Okay. Anmachen. Achso, und der Combustor, der wird natürlich das Gas ablassen. Das heißt, wir brauchen eine Filtration da dran. Oh je, das wird hier größer, als ich es geplant hatte. Müssen wir nur gucken, wie rum wir das bauen. Ja, so machen wir das mal. Ja, das ist in Ordnung, glaube ich. Und dann brauchen wir Volatile-Filter. So. Und das Teil braucht natürlich auch Strom, ist klar. Okay. Wir brauchen Vent. Wir brauchen Pipe. So. Schließen wir daran und wir brauchen eine Waterpipe, auch so. Oh, halt mal. Output, warum ist denn der Output hier jetzt gasförmig? Kommt da vielleicht H2, kommt da vielleicht Gas? Ja, das wird warm, ne?
Nimm den mal weg. Boah, das wird fies. Also es wird gasförmig sein wahrscheinlich. So, Strom haben wir hier jetzt genug drauf, finde ich. Zum Testen. Und dann müssen wir das Ganze eben hier verkleiden. Und später abpumpen. Machen wir hier mal Kit Wall. So, da habe ich jetzt mal ein bisschen hier gebaut. Also eigentlich nur hier einen Raum gemacht. Den habe ich jetzt auch. Oh, der ist schon nil. Also der ist schon leer. Habe ich jetzt hiermit also komplett leer gepumpt. Strom ist hier nicht dran. Habe hier noch den Strom angeschlossen. So, wenn das das reinpumpt. Reinpumpt. So. Oh, den brauchen wir auch. Mit N2 können wir nichts anfangen. Das heißt, ich muss da noch mal raus. Ja. Muss noch mal raus. Und ich muss einen Passive Vent mitnehmen. So. Okay, jetzt ist es so, wir brauchen für den hier etwas Wasser. Also brauchen wir doch einen Wassertank. Wir nehmen uns jetzt einen isolierten Wassertank. Gehen wir mal dahin. Pipe, dann können wir das nämlich auch ein bisschen kontrollieren, das Ganze. So. Und in diesen Tank, da füllen wir jetzt 18 Liter, 1000 Mol, oder? Wollen wir mehr machen? 10.000 Mol, 180 Liter. Das ist ja auf jeden Fall kontrolliert. 1637089. So, das ist da jetzt auf jeden Fall drin. Wird natürlich jetzt ein bisschen was. Ihr wisst ja. So. Also wir haben was. Wir haben das Ding hier. Ich habe das Ding noch wirklich selten eingesetzt. Hier müssen wir noch Sauerstoff reinbringen, ne? Nicht allzu viel. Wir machen hier jetzt Oxygen in 1635520, auch 10.000 Mol sollten reichen. 4 Megapascal, ja, okay. Ist auch nicht warm. Und man muss aufpassen, was für eine Temperatur hier rauskommt. Ich weiß es nicht. Wir müssen also wirklich aufpassen. Der muss natürlich aus, ganz klar. Und wir nehmen für das Ganze Decayed Food. Da würde ich uns jetzt hier mal blub, 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 ganz viel spawnen von dem Kram. So. Schalte den ein. Ja. Wir schalten den mal ein und schmeißen das da rein. Und ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Muss ich hier draufklicken? Okay. Also er verbraucht hier erstmal was, aber ein Output erkenne ich hier jetzt gerade noch nicht. Okay, vielleicht ich warte mal, bis er hier fertig ist mit Processing. Currently not processing, okay. Activate. Currently processing. Okay, ja. Ah, wir kriegen jetzt auch hier irgendwie was raus. Ach, er muss das erst einladen und dann. Ja, okay. So, jetzt haben wir hier
H2 in 45 Grad, 45,1, heizt sich natürlich ein bisschen durch die Sonne hier auf, ganz klar. Gut, aber wir kriegen hier jetzt halt so irgendwie was raus. Und das Ding, das arbeitet. Okay, dann können wir jetzt den aktivieren. Und diese hier aktivieren. Die holen dann nämlich den Kram da raus. Hier wird Müll rausgegeben. Da kommt das H2 mit rein. Jetzt kriege ich alles Mögliche. Also ich kriege auch X raus. Was ich irgendwie sehr merkwürdig finde. Warum X? Ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wie das Ding genau funktioniert. Also, wie gesagt, können wir mal reingucken. H2 Kombasse. Er verbrennt, ne? Also Burns, er verbrennt auf jeden Fall H2O2 Gemisch. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall warm alles, was der da macht. Hier haben wir immer noch genug, was er baut. Hier kommt auch immer noch ein bisschen was zusammen. Also natürlich jetzt nicht hier, nicht perfekt wissenschaftlich, ne? Das ist ja klar, denke ich mal. Ich meine, wir haben 0,1 Liter hier drin. 175 Liter hier. Also eine Wasserrückgewinnung ist damit auf jeden Fall möglich. Also ich meine, man sieht schon, was dabei durchaus rauskommt. Man muss jetzt nur aufpassen, dass man halt entsprechend die Temperaturen von dem Ganzen auch im Blick behält. Später runterkühlen und so weiter. Gut, das ist jetzt so ein Setup, was vom Beispiel her auf Europa stattfindet. Da ist das Runterkühlen ja dann auch gar kein Problem mehr. Man muss nur das Wasser vorher abscheiden. Aber ja, ihr seht ja, da kommt ja auch gut was zusammen, ne? Und das H2O2, was hier jetzt immer noch drin ist, kann man ja auch wieder rausfiltern und weiter verwenden. Das CO2 kann man direkt in den Pflanzenraum geben. Immer noch bei 175 Litern. Ich glaube, ganz am Anfang, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, hatten wir 176. Ist natürlich auch eine Rundungsgeschichte und natürlich auch interessant, wie das jetzt mit dem flüssigen Wasser aussieht. Aber also 1 zu 1 wird es nicht sein, definitiv nicht, weil der noch dazwischen hängt. Aber wir verbrauchen auf jeden Fall Strom. Also ganz so laden wird das nicht. Jetzt habe ich hier natürlich was Falsches reingegeben. Und der kann nicht arbeiten, wenn der da dran hängt. So. Ja, hier kommen wir auch immer ein bisschen mehr.
Ja, doch. Also ich denke schon, dass das eine Möglichkeit ist, um auch Wasser wieder zurückzugewinnen. Man muss das dann halt nur kühlen. Gut, es ist auf jeden Fall einfach mal so eine nette Idee. Der hier scheint keinen Strom zu produzieren. Das hatte ich jetzt auch vielleicht irgendwie gedacht, dass er das macht. Aber nö. Das tut er nicht. Der benötigt Strom. Habe ich Configuration Card drin? Ja, habe ich. Können wir auch mal gucken. Ja, du müsst ja Power required. Ja. Ansonsten würde er hier irgendwie einen Parameter haben, wie viel Strom er erzeugt, aber das tut er halt nicht. Aber ich meine, rein theoretisch, wenn es eine Brennstoffzelle ist. Aber es ist es nicht. Finde ich ein bisschen merkwürdig irgendwie. Habe ich jetzt gerade noch kein schlüssiges Konzept, weil wenn es eine Brennstoffzelle ist, müsste eigentlich auch kein X rauskommen und so. Und finde ich noch ein bisschen merkwürdig, aber gut, vielleicht vertue ich mich da und mir fehlt da auch irgendwie gerade eine Information oder sowas, keine Ahnung. Aber so wäre es auf jeden Fall ein Aufbau, den man durchaus schaffen kann. 74, jetzt haben wir 74, jetzt haben wir auf jeden Fall einen Liter verbraucht. Und wir haben 0,6 dazu gewonnen, ungefähr. Ganz genau gesagt kann ich es jetzt auch nicht. Hui. Ja. Also ist eine Möglichkeit, einfach mal so als kleine Idee für euch. Ist eine Möglichkeit, das so zu machen. Ja. Aber jetzt wisst ihr ein bisschen, wie Wasser an sich funktioniert. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich schieße mich jetzt hier wieder raus und mache das Spiel jetzt auch wirklich zu. So wie es eigentlich geplant war. Aber das wollte ich jetzt wissen. Das wollte ich jetzt auch mal einfach in ein Video packen. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.